Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Natürlich, man darf jetzt nicht abheben, man muss schön am Boden bleiben, das ist die Parole, aber ein bisschen freuen darf man sich ganz sicherlich. Noch dazu, wo die Österreicher zumindest eine halbe Stunde lang wirklich sehr ansehnlichen Fußball gespielt haben und damit Lust auf mehr erzeugt haben. Damit springen wir gleich in die 12. Runde der Bundesliga mit einem attraktiven Programm und wir werden Antworten auf folgende Fragen geben. Hält es die Tiroler Fans beim Spiel gegen Ried diesmal auf der Tribüne? Kann die Austria gegen Linz endlich wieder gewinnen? Holt sich der GAK gegen Admira Wacker Selbstvertrauen fürs Spiel gegen Inter Mailand? Und festigt Salzburg im Heimspiel gegen Sturm Graz die Tabellenführung? Das Dutzend wird heute also voll und die 12. Runde bedeutet auch, dass zwei Drittel des Herbstdurchganges mit dem heutigen Spieltag absolviert sind. Wir beginnen in Graz, in Kapfenberg natürlich, mit dem GAK Casino Graz gegen SCN Admira Wacker. Das ist so etwas wie die Schießbude der Bundesliga. Denn die Niederösterreicher kassierten mit der Wiener Austria bisher die meisten Tore. Und auf der Betreuerbank des GAK, da führte schon wieder ein neuer Mann das Kommando, nämlich Helmut Maurer. Aber keine Angst, wir haben keinen Trainerwechsel versäumt, sondern der Chef, Gustl Starek, der spionierte bei Inter Mailand. Ja, und die Weste von Gustl Starek ist noch blütenweiß. Nur Erfolge mit dem GAK und Helmut Maurer sollte das natürlich ebenso halten. Der GAK beginnt sehr offensiv, gleich in den ersten Sekunden rennt man auf das Tor der Niederösterreicher hinan mit den zwei Spitzen, mit Ramusch und mit Sabitzer, der hier nach dieser Vorlage von Cech, Wolle aber nicht zum Schuss kommt, die erste Möglichkeit damit vergibt. Der GAK in der Aufstellung, in der man am Dienstag spielen will, das heißt ohne Böttcher, der ja in Mailand gesperrt sein wird, und mit Strafen auf der rechten Seite im Mittelfeld anstelle von Böttcher, Dmitrovic auf der linken Seite. Gleich in den ersten Minuten einige Härteeinlagen, die Schiedsrichter Wolfgang Sowa unterbinden will. Gelbe Karte hier für Helmut Graf, der Didi Ramusch auf Schritt und Tritt verfolgt, ebenso wie Jürgen Weber es mit Herr Fritz Sabitzer hält. Wolfgang Knaller gleich gut beschäftigt in den ersten Minuten. Muschek. Aber gut aufgepasst von Knaller, hatte den Ball noch richtig pariert. Bei den Niederösterreichern fehlt der gesperrte Ernst Eigner und der verletzte Rosenecker. Libero heute Backhaus. Und hier gleich die nächste Attacke, wieder von Helmut Graf, der dem schwant schon einiges. Und das gibt Gelb-Rot in der 16. Minute. Ja, er kann es gar nicht richtig fassen, nur eine Viertelstunde im Spiel. Aber das war die zweite gelbe Karte, sicherlich berechtigt, nachdem die erste vielleicht etwas hart war. Und das heißt eben Gelb-Rot und damit die Admira ab der 16. Minute mit einem Mann weniger. Trainer Kurt Gager reagiert, er bringt Helm, nimmt Nabekovas aus dem Spiel und Helm ersetzt nun Helmut Graf als Manndecker, spielt auf Didi Ramusch. Mit Ramusch und Sabitzer, den Stellensturmspitzen, steht und fällt das Spiel der Grazer. Die will Kurt Gager isolieren und hier das nächste Foul an Ramusch. Backhaus sagt nein, kein Elfer. Ramusch fordert natürlich den Elfmeter, schauen wir uns die Wiederholung an. Ich glaube, durchaus richtig entschieden von Schiedsrichter Sowa. War ein bisschen eine Schwalbe von Didi Ramusch. Die Niederösterreicher vor allem darauf bedacht, die Verteidigung nicht zu entblößen. Sie haben ja bisher schon 19 Treffer erhalten. Nur nach vorne sehr wenig. Helmut Maurer registriert, dass sein Team eigentlich ständig in der Offensive ist, aber im Moment noch keine echte Torchance vorgefunden hat. Immer wieder hohe Flanken auf Herr Fritz Sabitzer, jetzt Dmitrovic, lässt sich hier den Ball abnehmen. Chance ist noch da. Ramusch,
aber eigentlich ohne aufzuschauen zur Mitte und vergeben eine weitere Möglichkeit. Ja, für die Admira-Fans, da gibt es nicht sehr viel anzufeuern. Zeit für alles andere. Oh, pfui, soll kein gutes Beispiel sein. Und jetzt reagiert auch Helmut Maurer. Pötscher wird ins Spiel genommen, jener Mann, der eigentlich heute nicht gebracht werden sollte, um wirklich einen Test für Mailand zu haben, aber man möchte noch mehr Offensivdruck entwickeln und Buster ist in der Defensive ohne Aufgabe, da die Admira eigentlich jetzt nur mehr mit 10 Mann spielt und damit eigentlich auch dort Alma ohne Beschäftigung. Ja, bis zur Pause 0:0 und hier haben die Fans jetzt endlich was zu sehen, nämlich die Sonnenfinsternis, die hier mit einem Filter wunderbar zu sehen war. Nach dem Seitenwechsel jetzt Dimitrovic. Man hat den Eindruck, die Grazer etwas spielfreudiger, tolle Chance, aber schwacher Schuss und keine Gefahr für Wolfgang Knaller. Verletzt sich hier ein bisschen, kann dann aber weitermachen. Dann Böttcher, Ramusz, Cech, wieder Ramusz. Auch er kommt allein zum Schuss und er macht es besser. Das ist das 1:0. Dieter Ramusz schaut hier auf, sieht, dass die lange Ecke frei ist und erzielt sein zweites Saisontor für den GRK. Die Hälfte, fast die Hälfte der Tore hat ja bisher Herr Fritz Abitzer erzielt. Wunderschön gemacht von Didi Ramusz, der seit Wochen eigentlich in Hochform spielt und auf ihn setzen die Grazer natürlich auch für das Spiel in Mailand. Nur wenige sogenannte Standard-Szenen, aus denen die Admira zu Torchancen kommt, jetzt aber zu einer guten. Denn dieser Schuss ging an die Stange. Pech in dem Fall jetzt für die Niederösterreicher. Da wäre Alma, dem auch die Sicht etwas verdeckt war, wohl zu spät gekommen. Weiterhin aber druckvoll die Grazer. Sie spielen jetzt nicht mehr nur hohe Flankenbälle in die Mitte, sondern versuchen es ideenreicher. Aber S10 Admira Wacker spielt mit, jetzt durch Michael Binder, ein Entlastungsangriff. Man lässt sich nicht nur hinten hineindrücken, obwohl die Kräfte doch langsam etwas schwinden. Sind ja immerhin nur 10 Mann. Ja, in letzter Konsequenz, da fehlt es ein bisschen bei den Grazern, hier Michael Zisser. Es gibt jetzt einige Chancen, die doch nicht richtig genützt werden. Das darf man wahrscheinlich in Italien nicht machen. Hier wieder Attacke. Und wieder an Didi Ramusz. Schauen wir hier an, wieder Sven Backhaus. Aber ich glaube, auch hier wäre ein Elfmeterpfiff zu hart gewesen. Didi Ramusz übt vielleicht schon, hat er gegen Eckeren auch in der Schlussphase einen Elfmeter herausgeholt. Muschek jetzt beim Eckball und das ist der nächste Treffer. 65. Spielminute. Kapitän Zeljko Vukovic erhöht nach dieser Flanke per Kopf auf 2:0 für den GRK. Zwanzig starke Minuten der Grazer und das Spiel, in dem man sich erst doch lange sehr schwer getan hat, ist eigentlich umgedreht. Die Admira ist kein wirklicher Testgegner, kein wirklicher Gegner als Generalprobe für Inter, obwohl, das sei ja auch erwähnt, die Admira 1973 im Europacup gegen Inter aufgestiegen ist. Im UEFA-Cup war das damals, hat die Admira nach einem 1:1 zu Hause in Mailand ein 1:2 erreicht und ist damit aufgestiegen. So, jetzt läuft das Spiel, wieder viel Platz jetzt für Dmitrovic und jetzt nützt er diese Chance und das ist das dritte Tor in der 72. Minute für Boban Dmitrovic. Auch sein zweiter Treffer in der Meisterschaft und sein zweiter Treffer gegen die Admira, auch im ersten Spiel, das 2:2 ausgegangen war, hat Dmitrovic einen Treffer für den GRK erzielt. Boban Dmitrovic, der sicherlich ein technisch guter Spieler ist, aber manchmal sich ein bisschen verzettelt. Ein Mann aber mit Zukunft beim GRK, wie es auch Gustl Starek gemeint hat.
Damit ist eine Vorentscheidung gefallen. Es gibt jetzt nur mehr halbherzig vorgetragene Angriffe. Letzte Chance für Muschek, aber zu lässig mit Rücklage verzieht er den Ball. Der GAK gewinnt dieses letzte Spiel vor dem Jahrzehnte-Match in Mailand mit 3:0. Auch der Schiedsrichter scheint noch alles Gute zu wünschen und Herr Fritz Sabitzer verabschiedet sich vorerst einmal von den Fans in Kapfenberg. Erste Erkenntnis für den GAK, wir sehen es hier eingeblendet, es geht auch ohne den Chef. Es war eine gelungene Generalprobe für Inter, aber die Italiener sind natürlich ein ganz anderes Kaliber als Gegner. Und natürlich treten sich nach dem Spiel die Diskussionen um den Ausschluss des Admiralers Graf. Ja, wir haben eigentlich den Raum eng gemacht, ganz am Anfang, wo wir noch komplett waren. Der GAK hat sehr viele Fehlpässe gemacht und es sind eigentlich nicht durchgekommen. Und für mich war eigentlich die spielentscheidende Szene die gelb-rote Karte von Hermann Graf. Das war natürlich eine gelbe Karte und das war für mich spielentscheidend. Und mit anderen weniger war natürlich schwer. War das in irgendeiner Form ein Sparringpartner für Inter, die Admira heute? Nein, ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit haben uns sehr schwer getan. Wir haben zahlreiche Chancen vergeben. Dann zweite Halbzeit haben wir schnelles Tor gemacht. Dann haben wir phasenweise sehr gut gespielt und ich glaube, der Sieg geht völlig in Ordnung. Was kann man aber aus diesem Spiel mitnehmen für dieses Match gegen Inter, wo es doch wahrscheinlich ganz andere Verhältnisse gibt und vor allem der GAK unter Druck sein wird? Auf jeden Fall. Wir haben heute, müssen das Spiel machen in Italien, müssen die Inter das Spiel machen. Wir werden versuchen, so schnell wie möglich zu attackieren, dass die Inter nicht ins Spiel kommt und versuchen, dass man den Ball weit weg von 16 hält. Wir sind heute gut in Raum gestanden und das war unsere Vorbereitung für Dienstag, für Inter Mailand. Und wir hoffen, dass wir auch in Dienstag gut gestanden werden wie heute. Ja, und wir kommen zu unserem nächsten Spiel und das ist FC Tirol Milch gegen